Hallo, willkommen bei Tillys Wasserwelten. Hier noch ein kleines Pflanzenporträt, und zwar das hier ist der Philodendron Pink Princess. Man sieht hier, die jungen Blätter sind leicht dunkelgrün-bräunlich. Also einen ganzen Unterschied von der Farbe her wie die älteren Blätter, die werden dann grün und haben dann immer mehr oder weniger Pink im Blatt. Also richtig schön. Die Stängel der Pflanze sind immer schön rot. Also man hat immer einen schönen farbigen Kontrast. Macht sich sehr gut. Die Panaschierung der Blätter ist natürlich immer unterschiedlich. Es gibt welche mit mehr, welche mit weniger. Deshalb sollte man beim Pflanzenkauf immer darauf achten, dass man eine Pflanze nimmt, die wirklich schon viel Rosa drin hat. Weil es kann manchmal enttäuschend werden, wenn man eine kauft mit wenig Rosa und dann wird es einfach nichts, weil die einfach genetisch nicht jetzt so auf dieses Rosa getrimmt ist. Kann auch vorkommen. Und deshalb immer schauen, dass die Pflanze schon schönes Pink zeigt. Ja? Danke fürs Mitgucken. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.